zu dir an. Jouw, er moet een stoel opschuiven. Wat een afknapper. Gelukkig is dat niet verleden tijd, want in de nieuwe Vectra Serie X van Opel heeft u ook een verlicht make-up spiegeltje aan de bestuurderszijde. Dit is Sky Radio. Via de kabel op uw eigen lokale kabelfrequentie en in de ether op 100.7 FM. Sky Radio. So, die Fahrt ist jetzt losgegangen. Grüß Gott erst einmal. Ich bin jetzt der Bernd. Ich wollte mich vorstellen, auch im Namen der Firma Ransmeier Reisen, für die ich hier fahre. Es ist jetzt kurz vor 8. Wir fahren jetzt erstmal Pforzheim, Trier und dann Frankreich rüber. Und zu dem Bus möchte ich euch noch sagen, dass er zunächst mal 12,50 Meter in der Länge hat und in der Breite 4 Meter. Wir haben Komfortschlafsitze, die man dann bei Bedarf umklappen kann. Ihr bedient dann den Hebel links in der Mitte in Richtung Gang zu. Also wenn ihr den nach hinten zieht, bewegt sich dann auch entsprechend die Lehne nach hinten. Eine Bitte hätte ich noch dann erstmal vorab. Tut's bitte schön, keine Kaugummis, nein, die Aschenbecher. Ich muss das Zeug dann rauspobeln und ich habe nachher noch eine Fahrt nach England auf. Das dauert Stunden, bis ich dann den Bus sauber habe. Also bitte schön, wenn ihr sowas habt, wickelt's ein und tut's dann in die Eimer, die vorne und hinten im Bus dann gelb stehen. Jetzt möchte ich, bevor ich dann da weiterrede, erstmal euch was ganz anderes sagen. Die Sache ist die, ich schreibe auch Gedichte, ich mache auch Literatur und saß jetzt auch gestern wieder Abend an meinem Feierabend rum und habe dann jetzt einen Text aufgeschrieben, den ich euch mal vorlesen möchte. Mal schauen, vielleicht gefällt es euch, vielleicht könnt ihr was damit anfangen. Ich fange jetzt mal an. Also der Text, den ich dann geschrieben habe, der heißt dann die 99. Stunde. Und beginnt praktisch so. O verabscheuenswürdiger AB, ich werde euren reizenden Hintern als Quell meiner widerwärtigen Befriedigung wählen. Die ehrenwerte Kupplerin wird des Weiteren dem meinen die erquicklichste Züchtigung mit den Gedärmen der bedauernswerten Elefin zukommen lassen. Wohlan, entblößt euch. Entschuldigung. Ich will über euch kommen, wie die ganze gewaltige Natur meiner Verirrungen es mich heißt. Ihr grausame. Jetzt warte nochmal einen Moment. Kassetten. Ich kriege gerade eine Kassette vor. Das ist richtig. Wir können dann auch, wenn ihr Musikwünsche habt, können wir das dann einlegen. Ich hätte jetzt dann auch, sagen wir mal, selber hier an Frank Zappa dabei oder Otto-Kassette, die man dann bei Bedarf auch einlegen kann, wenn Interesse besteht. Jetzt wohl an, entblößt euch. Ich will über euch kommen, wie die ganze gewaltige Natur meiner Verwirrungen es mich heißt. Ihr grausamer Postillon, mögt euch ganz, wie es euch ankommt, an unseren Geiseln ergehen. Schont sie nicht, jedoch ihr mögt mir eine oder zwei aufheben, da ich sicher bin, dass mich meine spinozistische Natura Naturans nicht lange wird ruhen lassen. Doch zunächst will ich mich in den köstlichen Anus dieses unersättlichen Wüstlings und Gottesmanns entladen. Jetzt blinkt er links, ist der blöd. Entschuldigung, der hat links geblinkt. Der schreckliche ardente Zirkonflex, der sich während der Rede, dass die arme, bald bewusstlos seufzende, bald erwachend brüllende Paulette sodomisierenden Korns mit dem von ledernen Riemen umzurten Skalvinen-Dekoll verlustiert hatte, wandte sich nun der Gesellschaft zu und schlug vor, zunächst die eifrigste der jungen Huren zu bestimmen, um sie sodann unter den Augen ihrer Komplizinnen zu pfählen und sich schließlich aufs Bromedischste an ihrer Kombustion zu laben. Weil mir es gerade einfällt jetzt zwischendrin, nach dem zu laben geht es dann weiter. Was mir einfällt, wir werden die erste Pause dann, sagen wir mal, circa in einer Stunde machen auf der Schwäbischen Alb. Also bitteschön,
so lang jetzt bitte noch durchzuhalten. In einer Stunde machen wir dann eine Pause. Kombustion zu laben, was freilich den Beifall der ehrlosen Libertins fand. Colette musste alsdann die Wahl, die die Verschwörer auf kleine Zettel notiert hatten, in ihrem Nachttopf, den zuvor sie hatte sauber schlecken müssen, einsammeln, wobei die Lasterhaften sie mit zarten Gärtenhieben bedachten. Weil ich es gerade jetzt höre, vorne hinten im Bus, das mit der Pause, also wir können jetzt noch keine Pause machen, wir schaffen es sonst nicht, bis wir im Elsass drunten sind. Wir machen dann die Pause in 20 Minuten. Bitte auch, dass ihr nur wirklich im äußersten Notfall die Toilette benutzt, die in der Mitte hinten im Bus angebracht ist. Also diese Toilette wirklich nur benutzen, wenn es einem jetzt ganz besonders schlecht ist oder wenn die so oft benutzt wird, dann stinkt es. Ich darf nach 30 Mal die Toilette sauber machen. Das ist ein chemisches Klo, das macht dann Mords Dreck und ist eine große Arbeit für mich. Also wenn ihr noch durchhalten könnt. Schließlich wurden die Notationen laut gelesen und auf eine Tafel geschrieben. Sehr zum Schrecken der Mädchen selbst und schließlich die Erwählte. Es war die blutjunge Marquise. Na Quatsch, das muss heißen Marquise, das hat mir mein Schwager gesagt gestern. Der kann es französisch. Also die blutjunge Marquise de Commenciens, die auf ein Lager gebettet, auf das die Gottlosen sie in ihre herrlichen Säfte salben konnten. Wer hier vielleicht mal bei dem Punkt, wer auch eine andere Kassette einlegen will, kann das jederzeit dann nachher machen, wenn ich mit meinem Text fertig bin, den ich mir gestern Abend ausgedacht habe. Dies geschah mit großer Ehrfurcht. Jawohl. Ach Gott je, man muss sich die Höllenqualen ausmalen, die dieses knospende Gottesgeschöpf in Bälde entleiden werden darf, um diesen letzten Akt unserer geilen Niedertracht nur recht würdigen zu können, sagte der Pendant de la Jeunesse, der sich darin gefiel. Was? Gleich. Der sich darin gefiel, dem Opfer in ihr süßes Pfötzchen zu scheißen. Ihr habt recht, göttlicher Pendant, jedoch mir scheint, wir... Warte mal, jetzt bricht es hier ab. Ja gut, dann soweit erst einmal. Ich finde jetzt den Zettel nicht, wo das jetzt weitergeht. Es wäre auch nicht mehr viel gewesen. Gut, soweit. Erstmal danke jetzt für die Aufmerksamkeit. Wir machen dann, wie gesagt, in wenigen Minuten Pause und dann ist auch mal die Möglichkeit, dass man eine andere Kassette einlegt. Okay, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ade. Melde mich wieder. Hat man das gehört?